Nicht, dass er noch anfängt, auf andere Hupen zu drücken. Charlie, kick mal Hühner. In so vielen Stanlines habe ich immer wieder behauptet, Katzen sind Arschlöcher. Und größtenteils habe ich das immer wieder bewiesen. Aber Hunde, die sind meistens auch Arschlöcher. Zum Beispiel dieser Clip hier, wo ein Husky wohl etwas Böses getan hat und der Herrchen da richtig angepisst ist. Don't talk back to me either. You do what you're supposed to do and you stay out of my stuff. No. No, I don't. You keep telling me the same. No. No, I'm gonna win this. No. That's my stuff. Ich weiß nicht, was ich spüren soll. Einerseits ist es irgendwo witzig, dass der Hund da so versucht mitzureden mit dem Typen. No! That's my stuff! Aber andererseits tut es auch irgendwie in der Seele weh, dass der Hund da so richtig am Heulen ist und dass er immer noch weiter schimpft. Natürlich ist es wahrscheinlich irgendwo ein Schutzreflex vom Hund, damit die Leute aufhören zu schimpfen, damit die Schuldgefühle bekommen und so weiter. Aber erstaunlich, wie die Kommunikation zwischen Mensch und Hund funktioniert. Also man sieht richtig, dass es dem Hund leid tut, was er gemacht hat. It is not on the stove! You deal with it! Ist er richtig beschämt darüber, der hat den Kopf gesenkt, versucht so ein bisschen gegenzureden, aber der Vater, der hat da richtig Cojones. Der lässt nicht locker, der drescht da immer drauf weiter ein. Aber wie gesagt, gemischte Gefühle. Einerseits witzig findet ihr auch der Typ, der das filmt, aber andererseits tut es auch irgendwo weh, dass der Hund da die ganze Zeit so niedergemacht wird. Hundebesitzer von euch werden wahrscheinlich auf der Gefühlsseite sein und die Leute, die keine Hunde haben, die werden es wahrscheinlich witzig finden. Und damit wir nicht nur über Hunde weinen können, bringen wir denen auch ein bisschen Tricks bei, damit die ein bisschen Spaß haben und damit wir ein bisschen Spaß haben. Nur leider sind einige Hunde wohl nicht so ganz schnell bei der Nummer. Oh shit, das ist ein schwieriger Fall von Hund, würde ich sagen. Also man schmeißt ihm das Essen schon hin und der verfehlt es trotzdem. Für einen kurzen Moment dachte ich, ja, er hat den Hotdog gefangen, er hat es schon angebissen, aber nein, er ist trotzdem auf den Boden gefallen. Und die ewige Jagd nach dem Essen von Tacos über Burritos und Pommes geht weiter. Jetzt ist mein Burrito. Starke Nummer, Hund. Du hast eine Pommes gefangen. Das wird also doch was mit dem Überleben. Der Hund gehört einem YouTuber, von daher schaut mal runter in seine Description. Da hat er weitere Hundevideos, wo er seinem Hund Tricks beibringt und andere komische Sachen macht. Ihr kennt doch bestimmt die Szene bei Jurassic Park, wo der eine Dinosaurier die Tür aufgemacht hat. Nun, dass Hunde auch irgendwann menschliche Instrumente benutzen können, das scheint wohl nicht mehr weit weg zu sein. Wie dieser kleine Mops hier im Auto beweist. Der hat wohl gelernt, wie man sein Herrchen herbeiruft. Also der drückt da richtig fett auf die Hupe. Also ich würde sagen, das Herrchen hätte ihm lieber beigebracht, wie man Tacos fängt, anstatt wie man auf Autohupen drückt. Nicht, dass er noch anfängt, auf andere Hupen zu drücken. Charlie, kick mal Hühner. Okay, ohne Spaß. Ich weiß nicht, ob der Hund es realisiert, was er da gerade macht. Vielleicht hat er es auch gelernt, dadurch, dass er auf die Hupe drückt, dass auf einmal das Herrchen angerannt kommt. Vielleicht hat es schon so etliche Male im Supermarkt funktioniert. Aber auf jeden Fall, der Mops hat's drauf, der hat's gelernt, wie es geht und kriegt deshalb mein Seal of Approval diese Woche. Und das waren auch schon die Clips für diese Woche mit den zarten und besänftigen Hunden. Hier kommt ihr zu den Folgen aus der letzten Woche. Abonniert mich, falls ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Schaut euch die Videos unten in der Description an, falls ihr die sehen wollt. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und ich sehe euch auf jeden Fall in der nächsten Folge. Gebt mir Flosse. Flop.